Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz Online-Kongresses 2022. Mein Name ist Sebastian Mauritz, bei mir Professor Dr. Gerald Hüther. Hallo Herr Hüther, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Morgen, Herr Mauritz. Herzlich willkommen, alle, die uns hier zuschauen. Und wir haben gerade eben gemerkt, dass wir in Göttingen gar nicht so weit auseinander sind mit den Arbeitsstellen, wo wir da unsere jeweiligen Dinge betreiben. Deshalb umso schöner, dass wir uns nun auch noch virtuell Genau. hier miteinander verabredet haben. Ja, manchmal muss man einen Kongress machen, um sich kennenzulernen, auch wenn man in der gleichen Stadt oder beziehungsweise im Umfeld sozusagen wohnt und arbeitet. Also freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie haben die Akademie für Potenzialentfaltung. Sie haben sehr viele von mir auch sehr geliebte Bücher geschrieben. Mein Lieblingsbuch von Ihnen ist Rettet das Spiel, weil ich so ein Spielkind bin und ich dachte, ah, endlich macht mal jemand ein Plädoyer für genau diese schöne Sache. Das klingt beinahe jetzt gerade trivial, wenn ich das so sage, angesichts der Herausforderungen, die diese Zeit so mit sich bringt. Und was mich so für den Start interessieren würde, ist, wie gelingt eigentlich Potenzialentfaltung in schwierigen Zeiten? Oder schließt Ja, sich das aus? das ist schon gar nicht so schlecht, wenn wir mit dem Spiel anfangen, weil als Neurobiologe, und das lässt sich auch auf vielfältige Weise nachweisen, stellt sich das Spiel, also das spielerische Ausprobieren, was alles so geht, als die entscheidende Lernplattform da, wo wir alle, auf der wir alle gelernt haben, wie das Leben geht. Also das ist natürlich nach unseren heutigen Vorstellungen, die so stark von der Pädagogik geprägt sind, was Lernen sein soll. Ich sage immer, das hat viel mehr mit Abrichtung und Dressur zu tun, was da passiert. Da ist das Spiel tatsächlich diese freie Entfaltung zunächst erstmal des Kindes, hoffentlich dann aber auch noch von Erwachsenen, wo einfach mal ohne Druck ausprobiert werden kann, was geht. Das ist also im Leben herrscht dauernd Druck. Und deshalb brauchen wir so einen Freiraum, in dem wir mal kreativ Dinge im Hirn auf eine neue Weise zusammenfügen können. Und dann sieht man es auch, die Kinder probieren alles aus. Die probieren aus, was alles mit dem Körper geht, was man alles mit Mama machen kann, was man alles mit dem Küchengeschirr machen kann. Und dann geht das so weiter. Und es wäre grandios, wenn das nie aufhören würde. Und jetzt wissen wir alle, das hört dann auf, weil irgendwann den Erwachsenen dann die Eingebung kommt, die ihnen auch irgendjemand ins Hirn gepflanzt hat, man müsse jetzt das Kind fit machen für die Welt. Und dann kommt Erziehung und da ist Ende mit Spiel. Da kommt Belehrung, da wird das Kind zum Objekt gemacht von eigenen Vorstellungen, von Absichten, von Zielen, von Belehrungen, Bewertungen und dann auch noch Maßnahmen und Anordnungen. Da kann kein Mensch mehr seine Potenziale entfalten und von da an beginnt eigentlich dieser andere Prozess im Leben, der heißt Anpassung. Also man unterdrückt das eigene, damit man in diese Welt, wo man da hineinwächst, einigermaßen reinpasst. Und da ist Druck und im Grunde genommen ist das schon vorprogrammiert, dass das nicht gut gehen kann. Also jetzt, wenn wir so über Krisen reden und feststellen, es werden immer mehr, dann kann man das auch im individuellen Lebenslauf beobachten, wenn man da am Anfang bestimmte Dinge nicht gut auf die Reihe gebracht hat. Ich sage immer, wir Menschen sind Suchende, wir haben so ein formbares Hirn, dass es da keine genetischen Programme oder göttlichen Eingebungen gibt, die uns da führen durchs Leben. Wir müssen das alles erst selber rausfinden. Wie gesagt, zunächst erstmal spielerisch, aber bei diesem Versuch, es herauszufinden, wie es geht und dann auch in die Gemeinschaft der Erwachsenen hineinzuwachsen, da kann man sich auch verirren. Klar. So, und wir verirren uns häufiger, als wir denken, und wir verirren uns als Einzelne und wir verirren uns auch als ganze Gemeinschaft. Und wenn man sich verirrt hat, so heißt dann der Grundsatz, dann werden die Krisen immer größer. Ja, das heißt, wenn eine Gesellschaft von einer Krise in die nächste taumelt, kann das nur heißen, da läuft irgendwas ganz und gar quer. Da haben wir uns irgendwie verlaufen, da haben wir das Wichtige mit dem Unwichtigen verwechselt oder wir haben sozusagen Strukturen irgendwann mal, weil die vorteilhaft waren, ausgebildet und auf diesen einmal eingefahrenen Bahnen im Hirn und in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, jagen wir jetzt immer weiter, weil wir nicht wissen, wie wir da wieder runterkommen sollen. Und dann wird es schlimm. Und dass es jetzt im Augenblick so furchtbar schlimm ist, glaube ich, ist ein Zeichen dafür, dass es höchste Zeit für eine kleine Rückbesinnung, nenne ich das immer, Rückbesinnung wird. Ja.
Ja, das, also was ich ganz interessant dabei finde von diesem Aspekt des Spielens. Ich habe das, arbeite mit Lego Serious Play. Also ich finde den Namen Serious Play ohnehin schon sensationell, wer auch immer den geformt hat, wirklich fantastisch. Da habe ich jetzt mit mehreren Führungskräftegruppen gearbeitet und wir haben sozusagen auch da Krisen gespielt, Teamsituationen gespielt, Change-Prozesse gespielt. Und das klingt ja erstmal kontraintuitiv, dass ich sozusagen was Ernstes spiele. Wie aus Ihrer Sicht als Neurobiologe kann man Menschen wieder sozusagen zum Spielen einladen, wenn man das mal so Ich glaube, formuliert? was man am Anfang erstmal braucht, ist einen sehr klaren Blick dafür, dass sich alles, was wir Menschen tun, instrumentalisieren und verkaufen lässt. Auch das Spiel. Und deshalb haben wir einen riesigen Spielemarkt und was da alles angeboten wird, hat mit Spiel eigentlich nichts zu tun. Da geht es um Gewinnen, da geht es um besser sein als andere, da geht es auch wieder um Leistung und Druck. Und das ist ja gerade das Kennzeichen von Spiel, dass aller Druck weg ist. Und deshalb, glaube ich, bleiben dann am Ende nur noch ganz wenige Spiele übrig von dem, was wir da alles in den Spielemärkten finden, die tatsächlich dieses Prädikat verdienen, dass sie im Spiel sind. Und wenn man jetzt einmal so in diese Welt reingewachsen ist und dieses Effizienzdenken sich zu eigen gemacht hat, auch selber einer ist, der gerne Leistung zeigt und anderen zeigt, dass er was drauf hat und auch gerne mal gewinnt und erfolgreich ist, dann probiert der das, also das, was ihn so beherrscht, sowieso, das probiert er nun auch noch mit diesen Spielen aus. Das ist also eigentlich kein Spiel, sondern das ist Training für eine sowieso schon gefundene Strategie. Die wird noch weiter ausgebaut. Und da wird man noch ein bisschen trickreicher. Und bei Monopoly weiß man dann noch besser, wie man die anderen übers Ohr hauen muss. Und das ist eher ein Trauerspiel als ein Spiel. Na gut, Also auch das interessant, dass ich Trauerspiel jetzt ist schon ein sage, Spiel, ne? Trauerspiel, das ist auch, dass wir auch sowas haben wie Theater, in denen auf der Bühne gespielt wird. Das war ursprünglich mal der Gedanke. Das ging da nicht darum, das Publikum da mit irgendwelchen sonderbaren Inszenierungen verrückt zu machen, sodass die Rezensenten da tolle Sachen schreiben konnten, sondern ursprünglich haben die Schauspieler auf der Bühne spielerisch etwas zum Ausdruck bringen wollen und auch für die Zuschauer deutlich machen wollen und klären wollen, was im täglichen Leben nicht so gut gelungen war. Und also Shakespeare ist da ein wunderbares Beispiel, auch die griechischen Tragödien. Und das sind alles sozusagen spielerische Versuche, es auf der Bühne wenigstens mal zu lösen. Und selbst Fußball als Spiel ist, wenn man es nochmal ganz genau anguckt, eigentlich der spielerische Versuch auszuprobieren, ja, wie Zusammenspiel funktioniert. Eigentlich sind diese ganzen Mannschaftssportarten, die sind im Grunde genommen etwas unglaublich Wertvolles für unsere Gesellschaft, weil wir uns da einen Raum erschlossen haben, das Spielfeld. Da gibt es Regeln, aber dort kann man ausprobieren, wie Zusammenspiel funktioniert. Und wie in jedem guten Unternehmen, merkt man dann, wenn das Zusammenspiel funktioniert, gewinnt man auch. Aber der Sieg ist sozusagen die Nebenwirkung des Gelingens. Und das ist natürlich jetzt auch wieder vollkommen auf den Kopf gestellt, weil jetzt geht es nur noch um Sieg oder Niederlage und dann auch Gedeih und Verderb und alles ist immer gleich so gefährlich, also lebensgefährlich eigentlich. Bedroht immer die ganze Existenz und dann ist natürlich für Spiel ist überhaupt kein Platz mehr und damit auch nicht für Kreativität. Vielleicht ist das auch noch wichtig, dass wir das sagen. Kreativ zu sein, heißt ja, dass man in der Lage ist, in verschiedenen Bereichen des Hirns abgespeicherte, nennen wir es mal, Erfahrungssachen und Wissensinhalte, dass man die plötzlich auf eine Art und Weise miteinander verknüpft. Und das ist dieses Aha-Erlebnis, ah, jetzt schon, da fügt sich was im Hirn zusammen, was bis dahin total getrennt gewesen ist. Und da merkt man, so geht das. So, das ist der kreative Aha-Moment. Und der geht natürlich nicht mit einer Deadline vor Augen und am Schreibtisch. Und deshalb ist es auch so schön, mal so zu gucken, wenn Leute wirklich große Erfindungen gemacht haben.
gesucht und dann die Biografien zu lesen, wann denen das eingefallen ist. Nee, nicht am Arbeitsplatz, sondern unter der Dusche, morgens gerade nach dem Aufwachen, wenn man noch irgendwie den Kopf frei hat. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns diese Räume schenken, in denen man einfach mal druckfrei arbeiten kann. Solche Management-Seminare sind, ehrlich gesagt, aber natürlich niemals druckfrei. Das sind sie sozusagen schon im falschen Setting. Also man kann ja nicht jetzt mal sagen, heute Nachmittag machen wir mal Schluss mit Druck und Konkurrenz und Geltungsbedürfnis und Machtspielchen, sondern da wird dasselbe Spiel weitergespielt, nur eben sozusagen mit gewissen Regeln am Nachmittag. Und wenn die Spielesession dann vorbei ist, dann geht es wieder hart zur Sache. Ja, sowas bemerke ich auch. Bin gerade an einem Satz hängen geblieben, der Sieg als Nebenwirkung des Gelingens. Der irgendwie resoniert der gerade in mir und ich weiß noch nicht so richtig, warum. Also fand den, Sie haben, das habe ich vor Jahren mal von Ihnen, glaube ich, in einem Interview gehört. Da haben Sie über das schöne deutsche Wort Gelingen gesprochen. Und dass man sozusagen Gelingen nicht beeinflussen kann, sondern im Sinne nur einen Kontext schaffen, wo diese Emergenz des Gelingens stattfindet. Wenn Sie mal so vielleicht einen Schritt oder auch vielleicht 10 Schritte zurücktreten, wie kann von jetzt an oder wie könnte von jetzt an unser Zusammenleben, also ich weiß, große Frage, aber so aus ihrer Perspektive, wie könnte das mehr gelingen? Also was wären da erste kleine Minischritte in Richtung eines anderen oder eines hilfreicheren Zusammenlebens? Also ich finde, es ist wichtig, gerade in so einer Zeit, wo so eine Krise nach der anderen kommt, dass man noch mal richtig tief genug reinschaut, weil sonst hängt man immer nur an der Oberfläche der Phänomene. Auch das So, bitte. und dann kann man sagen, okay, es gibt so ein Grundprinzip, wie sich das Leben organisiert. Und das heißt, in jedem Lebenssystem, also in meinem Hirn, in jedem Wasserfloh und auch in jeder Familie, muss sich das Beziehungsgefüge zwischen den einzelnen Teilnehmern immer wieder so umgestalten, dass am Ende ein Zustand erreicht wird, dass die Funktion und die Struktur des betreffenden Systems, der Familie, des Hirns, des Wasserflows, dass das gewährleistet bleibt, ohne dass zu viel Energie dafür gebraucht wird. Also alle Lebenssysteme streben in einem Prozess der Selbstorganisation einen Zustand an, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist ein Grundprinzip. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das haben wir bisher nicht so gesehen, weil wir auch mit dem Begriff der Selbstorganisation gar nicht so richtig zurechtkommen. Wir denken immer, man muss auf der einen Seite schieben und drücken, damit auf der anderen Seite was rauskommt. Wenn es sich aber selber organisiert, dann kann sich es natürlich in alle möglichen Richtungen organisieren. Und da braucht es ja sozusagen einen Vektor, wohin das sich selbst Organisierende zieht. Beispielsweise so ein lebendes System oder ein Kind, was allmählich in die Gesellschaft reinwächst oder eben eine Familie. Und der heißt Energiesparen. Das ist so banal wie nur irgendwas. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Da kann gar keiner was dafür. So, und deshalb braucht nicht nur mein Hirn also immer wieder Möglichkeiten, um sich so umzuorganisieren, dass da weniger Energie verbraucht wird. Da kennen wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie das Hirn das macht. Also zum Beispiel ein Automatismus, den man mal herausbildet. Eigentlich das ganze Lernen ist sowas. Am Anfang ist es noch schwierig. Bei so Kindern kann man das sehen, das sind die Handlungsabläufe noch hochkomplex, müssen alles einzeln steuern und irgendwann kann man es eben dann. Ne? Dann kann man so eine Tasse zum Mund führen und das ist total easy. Oder Autofahren. Aber wer sich mal daran erinnert, wie er das erste Mal im Auto gesessen hat, das ist Energieverbrauch. Da muss jede einzelne Bewegung, jede einzelne Handlung extra sozusagen angesteuert werden. Das ist im Hirn der helle Wahnsinn. Und dann wird das automatisiert und dann setzt man sich rein und es geht. Da hat sich's gebahnt, wenn man das. Und das ist energiesparend. Es ist auch energiesparend, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man ein Problem hat, einkaufen zu gehen oder
auf dem Sportplatz oder irgendwas anderes zum, also verdrängen, abspalten, all das, was wir da so kennen, auch schöne Beispiele. So, und eine Gesellschaft als Ganzes, also ein Unternehmen oder gar eine menschliche Gesellschaft braucht ja auch irgendetwas, was sie als Ganzes zusammenhält und das mit möglichst wenig Energie. Und da haben die Menschen, ich glaube, wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung vor 10.000 Jahren was gefunden. Und das heißt Hierarchie. Also einer weiß, wie es geht und sagt allen anderen, wo es lang geht. So. Und das ist für die Gesellschaft energiesparend, weil dann kommt endlich Ordnung in das System. Man kann sogar sehr, sehr erfolgreich damit unterwegs sein. Man kann andere überfallen, man kann Kräfte bündeln, man kann Krisen und Notlagen besser über. Also das ist, aber da muss immer einer da sein, der es macht. Und das prototypische Beispiel dafür ist das Heer, also das Militär. Aber es hat sich runtergezogen bis in die Familien. Es gibt auch richtig hierarchisch geordnete Familienverbände, wo die Großmutter da genau sagt und das Heft in der Hand hat, was und bestimmt, was da läuft und was da nicht läuft. Es hat sich bewährt, hat dazu geführt, dass die, die unten sind, sich immer angestrengt haben, in eine bessere Position zu kommen. Das ist, glaube ich, die Grundlage des Wettbewerbs und dieses Leistungsdrucks. Die Möglichkeiten sind auch immer besser geworden, dass man da hochsteigt, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär heißt es heutzutage. Und dadurch haben Menschen, vor allen Dingen seit der Aufklärung, also seit so ein paar hundert Jahren, haben die wirklich irrsinnig viel erfunden, weil das ist der beste Weg, wie man hochkommt. Also man muss was Neues in die Welt bringen, was entdecken, was erfinden, ein neues Produkt auf den Markt bringen, was andere gebrauchen können. Und schon geht man hoch, steigt man auf. So, und wenn das Menschen jetzt auf der ganzen Welt, weil das hat sich ja überall durchgesetzt, sich ständig anstrengen, damit sie was Neues in die Welt bringen und das auch tun, dann wird die Welt immer komplexer. So. Jetzt sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Jetzt ist die Welt so komplex geworden, alles miteinander vernetzt, alles voneinander abhängig, globalisiert, digitalisiert und jetzt geht eines überhaupt nicht mehr. Das ist die Hierarchie. Es wird auch nie wieder einen Anführer geben, der dieses komplexe System von oben nach unten lenkt. Jetzt gibt es Restaurationsversuche. Also da kommt der Herr Trump und meint, er könne das. Schon ist schon mal weggescheitert, aber der kommt noch mal. Dabei, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir es alleine könnten. Die Menschen haben sich ja auch über 10.000 Jahre lang daran gewöhnt, dass da einer kommt und ihnen sagt, wo es lang geht. Jetzt kommt der Putin, macht noch größeren Mist. Und eigentlich eine Katastrophe, aber auch in dem Bemühen, wieder die Hierarchie zurückzubekommen, die ihm aus den Händen geflossen ist. Die Macht wieder in die Hände zu bekommen. Ja, und dann ist es eben in diesen hierarchischen Gesellschaften so, dass die auf Dauer nicht bestehen können, aber wir haben nichts anderes. Die andere Lösung hieße ja, man kann, und das sehen wir in den Unternehmen, wo das ja nun auch deutlich wird, dass es so nicht mehr gut ist, wollen sie flache Hierarchien und dann merken sie, hey, flache Hierarchien gehen nur mit sehr verantwortungsvollen Mitarbeitern. Die müssen mitdenken, die müssen sich einbringen, denen muss das, was wir da alle gemeinsam machen, am Herzen liegen. Erst dann kann ich die Hierarchie wegnehmen, sonst muss ich denen immer sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. So, und das haben wir als in vielen Unternehmen noch nicht geschafft. Da sind auch manche Unternehmen in schwere Krisen gekommen bei dem Versuch, die Hierarchien runterzufahren. Und als Gesamtgesellschaft sind wir noch meilenweit davon entfernt, dass wir so viele Menschen hätten, die in der Lage wären, auch in den westlichen Ländern, in der Lage wären, selbstverantwortungsvoll und ausgerichtet auf ein friedliches Miteinander ihr Leben und ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass sie keine Anführer mehr brauchen. So, und dann, das ist jetzt die Erklärung. Potenzialentfaltung ist unter solchen Bedingungen nicht möglich. Dann heißt es, da wird alles blockiert. Und solche Gesellschaften treten dann immer stärker auf der Stelle. Was die noch hinkriegen, ist technischer Fortschritt. Das ist ja klar, Wissenschaft und Information und all das Zeug. Aber was die nicht hinkriegen, ist das innere, dieser innere Zusammenhalt, der notwendig ist, damit das, was sie da eigentlich wirklich machen müssten, auch was sie machen müssten, damit sie den Unsinn wieder beiseite räumen können, den sie selber angerichtet haben, das findet dann nicht statt.
Das wächst nicht, das wird in den Schulen nicht herausgebildet, das legt auch keiner Wert drauf. Da geht es ja dann um ganz andere Fähigkeiten. Also Potenzialentfaltung hat sehr viel zu tun mit Berührbarkeit, mit Achtsamkeit, mit Mitgefühl und also wunderbare Dinge, die aber in der heutigen Welt ja überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und deshalb stecken wir da jetzt sehr tief in der Krise. Und wir können sagen, weder diese Gesellschaft noch die einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft sind noch in der Lage, die in ihnen angelegten Potenziale wirklich zu entfalten. Nun kann man sagen, das war ja noch nie besser als heute. Das stimmt auch. Natürlich unter einem Kaiserreich oder weiß der Kuckuck, wie der damals hieß. Aber da war wenigstens noch Ordnung. Da hatte man das Gefühl, es läuft. Jetzt ist auch noch ein völliges Durcheinander dazu. Und das tritt nun zutage. Und da werden wir noch einige Zeit damit zu tun haben. Und es ist auch keine Lösung in Sicht, ehrlich gesagt. Also eine Weltregierung wird das ja nicht richten können. Die wäre ja wieder eine hierarchische Ordnungsstruktur. Demokratische Gesellschaften versuchen das jetzt seit ein paar Jahrzehnten. Aber es wird auch immer deutlicher, das wird immer zerfusselter, was da passiert. Also da gibt es zu viele Partikularinteressen, die jetzt alle sich zu Wort melden. Und wenn da ganz viele sich immer wieder melden und nur an sich selber denken, dann geht das Gemeinsame eben auch nicht. Und daran kranken wir im Augenblick furchtbar. So, aber zurück zu Ihrer Frage. Potenzialentfaltung ist das, was immer passiert. Wenn man es nicht blockiert. Nur wir blockieren das jetzt schon so lange. Man muss sich nicht anstrengen, um Potenziale zu entfalten. Man müsste nur die Hindernisse beiseite räumen, die bisher noch daran beteiligt sind, dass sich Kinder so entwickeln, dass die einfach keine Potenzialentfaltung erleben. Und dass sich das, was in ihnen an Talenten und Begabungen drinsteckt, gar nicht richtig entfalten kann unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und das gilt auch für Unternehmen, das gilt auch für Städte und Gemeinden. Das sind alles Kümmerversionen dessen, was aus denen hätte werden können oder mal wird, wenn es anders wird. Nur wir wissen nicht, wie es jetzt dahin gehen kann, dass es anders wird. Nun sprachen Sie eben von Komplexität und unser Gehirn reagiert ja auf Komplexität. Also das erlebe ich mein Gehirn reagiert auf Komplexität mit Komplexitätsreduktion. Ich glaube, das weiß nicht, ob das ein rein männliches Phänomen ist. Also es gibt Nee, das Menschen, ist auch Energiesparen. Klar, genau, da ja genau. blendet man die Hälfte aus oder macht es sich ganz einfach. Großartig, so ist das, so arbeitet das ja. Ja. Genau, nun ergibt sich daraus ja eine Zwickmühle, weil Komplexitätsreduktion es mir überhaupt möglich macht zu navigieren. Andererseits kommt es zu Generalisierungen, zu Pauschalisierungen, die immer auch sozusagen, die ja zum Teil auch notwendige Vielfalt rausreduzieren. Wie kann man sozusagen, gibt es einen Weg aus neurobiologischer Sicht mit Komplexität auf eine, sagen wir mal, wenig wertende Art und Weise umzugehen oder nicht wertende, weil das Gehirn ja immer in einem Bewertungsmodus, so meinem Gefühl nach, auch irgendwie ist. Was wäre da so, also was wäre ein guter Umgang mit der Komplexität, die wir gerade erleben, ohne das Einteilen in Gut und Böse, in so und so? Gibt's da, also ist sicherlich eine Weltformel. Wenn die Welt so ist, dass man sie kaum noch versteht, dann nützt auch der Versuch nichts, da mit kognitiven Strategien Ordnung reinbringen zu können. Und dann muss man noch mal ein bisschen weiter zurücktreten, ob es nicht hinter den Phänomenen etwas gibt, was verantwortlich ist für diese Unordnung. Und dann wird es sehr konkret und dann wird es auch handhabbar. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel und sage mal, die Hirnforschung hat gezeigt, dass man einen anderen Menschen nicht verändern kann. So, wenn Sie sich das endlich ins Hirn schreiben, dann können Sie 90% Ihrer tagtäglichen Bemühungen erstmal in die Tonne hauen, weil das war nicht nötig. Sie versuchen, andere Menschen zu verändern und sollten doch endlich begriffen haben, dass der Einzige, der sich ändern kann, diese andere Person ist. Und was Sie bestenfalls erreichen können, ist, dass Sie diese andere Person dazu bringen, dass die sich selbst verändern will.
Das ist aber ein völlig anderer Ansatz, als eine andere Person verändern zu wollen. Da müssen Sie in diesem Mitarbeiter den Wunsch wecken, dass er unbedingt so sich selber verändern will. Das können wir alle gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Also ich sage immer einladen, ermutigen, inspirieren, das hört sich ja nett an. Aber wenn ich dann gucke, wie es in der Praxis aussieht, die wissen nicht, was damit gemeint ist. Die denken, sie müssten da Geschenke verteilen. Nee. Also man müsste so dem anderen, ja, und das, man müsste aufhören, den anderen zum Objekt zu machen. Und das ist ja eigentlich Ausdruck dieser ungünstigen Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wenn man den anderen verändern will. Da mache ich ihn ja zum Objekt meiner Veränderungsversuche. Und da bin ich immer froh, wenn Menschen Widerstand leisten. Also je mehr einer an denen rumzerrt, desto glücklicher bin ich, wenn die sich dann umso mehr auch wehren, weil das ist mir ein Zeichen dafür, dass die noch lebendig sind. Wenn einer dann immer nur noch macht, was der andere sagt, dann hat der ja gar keinen eigenen Impuls mehr, der sich dann mal regt. Und dann ist er wie ein Roboter oder ein Automat. Da kann ich mir gleich so ein Ding da in meinen Betrieb stellen und da brauche ich nur noch die Knöpfe zu drücken. Da macht er das alles so, wie ich will. Und deshalb wäre so eine banale Geschichte, wir hören auf, einander wie Objekte zu behandeln, in Klammern, und hören auch auf, die anderen verändern zu wollen. Und finden uns damit ab, dass die sich nur selber verändern können. Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir in ihnen den Wunsch wecken, so eine Veränderung in sich selbst zu vollziehen. Das würde Komplexitätsreduktion erster Güte werden. Oder dieses Einfache, was ich jetzt sage, dass das Hirn sich so organisiert, dass es immer Energie sparen will. Das ist doch großartig. Auf einmal verstehe ich, warum die Leute da dauernd vorm Fernseher rumhocken, und ich verstehe, was der innere Schweinehund ist. Ne? Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und dann wird das auf einmal total lustig. Also es wird auch handhabbar. So, Der und Schweinehund als der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist ja sensationell. Das habe ich noch nie gehört. So habe ich darüber noch nie nachgedacht. Und ich bin Ihnen so dankbar für diesen Gedanken, wo ich so denke, was für eine tiefe Wertschätzung kann man eigentlich diesem inneren Energiesparbeauftragten jetzt quasi genau. entgegenbringen? Genau. Jetzt muss man den ja nicht mehr dauernd weghaben wollen, sondern man sagt, mein Gott, also ne, jetzt ist es mir wieder passiert, dass der die Führung übernommen hat. Und dabei wollte ich doch der Chef im Hirn sein. Ne, und auch solche schönen Sätze wie, der Spatz in der Hand ist uns lieber als die Taube auf dem Dach, ist Ausdruck der Tatsache, dass wir eben doch eher das nehmen, was gerade da ist. Die Wirtschaft ist ein typisches Beispiel dafür. Deshalb ist es so ungünstig, wenn die Wirtschaft mit ihren Prinzipien und Vorgehensweise anfängt, die ganze Gesellschaft zu beherrschen. Die Wirtschaft hat kein fernes Ziel. Also Planwirtschaft wollen wir nicht, aber eine Gesellschaft braucht eine Orientierung, wo sie eigentlich hin will. Die Wirtschaft hat das nicht, die will Gewinn machen. Das ist keine Orientierung, das ist etwas, was alles am Ende auseinanderflattert. So, und da merken wir, hallo, da könnte man ja sozusagen jetzt wirklich mal darüber nachdenken, zum Beispiel im Unternehmen, ob es denn da überhaupt so etwas gibt wie ein gemeinsames Anliegen, außer Profit zu machen. Oh, dann kann man, ja, ne, wir werden das Spiel nicht gewinnen können, wenn wir nicht Mitarbeiter haben, die alle, wie das heute heißt, committed sind und die den Purpose teilen, aber in Wirklichkeit heißt es, wenn es uns nicht gelingt, mit unseren Mitarbeitern eine Kultur zu schaffen, wo jeder Einzelne das Gefühl hat, dass das, was ihm selbst am Herzen liegt, am besten in dem Team, in dem er arbeitet, realisiert werden kann. So, und dann sind Mitarbeiter bereit, ihre Partikular- und Individualinteressen zugunsten der Verwirklichung des gemeinsamen Anliegens zurückzustellen. Also wenn wir es in der Wirtschaft weit bringen, dann machen wir ein Planziel. Ne? Also bis dann und dann wollen wir dort und dort sein. Das ist auch zumindest immerhin besser als gar nichts. Aber erstens ist das kein Herzensanliegen aller Mitarbeiter. Und zweitens besteht die Gefahr, dass man das auch tatsächlich erreicht. Und was macht man denn dann? Braucht man wieder ein neues Ziel? Muss man schon wieder. Ne? So, und das hilft nichts. Ein Anliegen ist interessanter. Ein Anliegen ist ja etwas, was man eigentlich nie erreicht. Wir wollen ein Unternehmen sein, was dazu beiträgt,
dass junge Menschen auf der Welt einen Platz finden, wo sie ihre Talente und Begabung entfalten können. So, das wäre ein Anliegen. Dafür kann man arbeiten. Und damit wird man aber auch nicht fertig. Das ist ein ewig währendes Anliegen. Aber man ist gemeinsam unterwegs. Man kann sich ständig daran erinnern, wofür man eigentlich unterwegs ist. Und das hält den Laden zusammen und erzeugt, und jetzt wird es interessant, eine Kohärenz. Und zwar anstelle der Führungskraft. Sie können die Führungskraft abschaffen, wenn Sie ein gemeinsames Anliegen haben. Aber das haben wir ja alle nicht. Ja, Sie sprachen gerade dieses wichtige Wort an, wofür. Wofür mache ich das? Wofür im Sinne von, in welche Richtung in der Zukunft arbeite ich? Mir ging eben gerade eine Frage durch den Kopf, und zwar, wenn genau diese Haltung so relevant ist, oder wenn genau dieses sozusagen diese Kohärenz oder dieses anliegenorientierte Zusammensein so relevant ist. Also was für, sagen wir mal, Überzeugungen sind dann wichtig, was für Haltungen sind wichtig, und auch vielleicht so der zweite Teil im Sinne von somatischen Markern, von Körperrückmeldungen. Woran könnte ich das merken, dass ich damit im Kontakt bin? Wir fangen mal wieder dort unten an, bei dem zweiten Hauptsatz, wird das geht einfach so gut. Und da hatte ich ja schon gesagt, so eine schwierige Handlung wie diese hier, ne, die kann ich heute vollziehen, indem ich dieses innere Bild aufrufe, wie das geht, dass ich brauche nur den Wunsch zu haben, Kaffee zu trinken und schon geht das alles von allein. Wenn ich meinen kleinen Enkelsohn beobachte, der jetzt 2 ist, geht das überhaupt nicht von allein. Das wackelt, das verschüttet, der muss jeden einzelnen Muskel da erstmal noch in den ganzen Handlungsablauf integrieren. Und das passiert aber beim Üben und beim spielerischen Ausprobieren wird das immer besser und am Ende hat er das Muster, wie das geht mit dem Kaffeetrinken oder später mit dem Autofahren. Das hat er in der Birne, das war das, was wir Automatismen genannt haben. Und da werden sozusagen Handlungsabläufe als inneres Bild abgespeichert. Und da braucht man nicht mehr nachdenken. Geht automatisch, wunderbar. So, und genauso wie Handlungsabläufe sozusagen dann die einzelnen Muskelzuckungen lenken und steuern, gibt es ein übergeordnetes Bild, was nicht die Handlungsabläufe, sondern das ganze Verhalten steuert. So, jetzt wird es interessant. Und dies, was das Verhalten eines Menschen steuert, ist seine innere Einstellung, seine Haltung. Der verhält sich nicht so oder so, weil er sich gerade mal so oder so verhalten will, sondern der hat eine bestimmte innere Einstellung, die kann heißen, ich möchte hier immer der Erste sein oder ich kümmere mich um andere Menschen. Ich finde, dass Brückenbau wichtiger ist, als Gräben auszuheben zwischen den Menschen. Das sind alles Haltungen, innere Einstellungen und die bestimmen das gesamte Handeln dieses Menschen. Weil das ist wie eine Metaebene, die das Darunterliegende lenkt. Und wenn man jetzt fragt, wo kommen die Haltungen her, die entstehen ja durch Erfahrungen. Und die Erfahrungen macht man deshalb, weil man in der Welt unterwegs ist und deshalb hat man dann auch sowas wie ein Selbstbild, was sich zunehmend herausbildet, wo man sich selbst mit sich selbst in der Welt verortet. Diese Person bin ich. Und dann sagt man auch gleichzeitig, und diese Person, die ich da bin und sein will, die geht nicht in das Bordell. So, das ist die Haltung. Ne? Das heißt, ich kann gar nicht diese Erfahrung machen, die mancher Bordell, ich nehme jetzt mal das Bordell, weil es so komisch ist und wir beide Männer sind, aber ich würde dann diese Erfahrung gar nicht machen mit diesen Bordells und könnte dann auch nicht so eine Haltung herausbilden, dass Frauen Männer ausnutzen oder was weiß ich, was da für Männer für sonderbare Haltungen haben. Ich weiß es ja noch nicht mal. So, und das heißt, dieses Selbstbild und das Menschenbild und das Weltbild bestimmen die Erfahrungsbereiche, auf die sich Menschen einlassen. So, und da hat man plötzlich das Übergeordnete, das Weltbild, das Menschenbild, das Selbstbild bestimmt die Erfahrungsbereiche. Diese Erfahrungsbereiche führen dazu, dass man bestimmte Haltungen
erwirbt oder im Hirn verankert, diese Haltungs, diese, das sind ja auch Muster, also diese Muster lenken dann das Verhalten konkret vor Ort. Wenn Sie am Bettler vorbeigehen in der Stadt, dann ist das ein Verhalten, aber das steckt viel mehr oben drüber. Und dann ist das konkrete Vorbeilaufen an dem Bettler ist eine Handlung, die Sie auch mal irgendwann eingeübt haben und wofür Sie ein inneres Bild, nämlich Laufen, im Kopf haben. So, und jetzt merkt man plötzlich, hey, das hängt alles aneinander. So, und wenn ich, und es gibt ja auch dann therapeutische Schulen, die sagen, wenn ich wirklich möchte, dass jemand anders läuft, weil er schon die ganzen Knieschmerzen und Hüftprobleme hat, dann müsste der eigentlich sein Weltbild verändern. Weil dann kommt was anderes raus, dann will er anders unterwegs sein und dann wird er sich anders hinstellen, dann wird er anders mit sich selbst umgehen und ja, und das Ergebnis davon ist, dass er sich vielleicht endlich aufrichtet und endlich nicht mehr läuft wie ein Soldat, der da ständig diese Stöße auf seine Gelenke ausübt, sondern dass der plötzlich merkt, hey, wie schön ist das sozusagen, wenn ich auf den Fußballen laufe und dadurch diesen Lauf eines Indianers kriege, wie der sich so, und dann, da ist meine Hüftgelenke und meine Kniegelenke freuen sich plötzlich, mein Rücken wird wieder weich. Ja, aber nur weil ich also ein inneres Bild habe, wo ich hin will. Und das ist alles uns radikal verloren gegangen. Also das haben Menschen auch schon mal gewusst. Aber es ist eben in dieser Effizienz- und hektikgetriebenen Zeit alles, ja, ist noch da, aber es macht ja keiner. Also hat man keine Zeit für. Man muss ja fertig werden, man muss ja jetzt schnell das Ergebnis produzieren. Und da ist man verleitet, eben immer erfolgreich zu sein. Und das kann man nur, indem man sich den Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs in dieser Gesellschaft unterwirft. Und dann ist es kein Wunder, dass nichts gelingt. Dann die Familie fliegt einem um die Ohren, der eigene Körper fliegt einem um die Ohren. Und am Ende ist man wie im Hamsterrad. Und zwar erfolgreich vorangekommen, aber man tritt den ganzen Tag in diesem Hamsterrad im Kreis. Und das ist ja nun auch nicht das, was man so unbedingt gebrauchen kann. Hätte man sich vorher überlegen können, durch Komplexitätsreduktion, sich mal fragen können, wo wir eigentlich hinwollen mit unserem eigenen schönen Leben. Hätte man machen können. Ja, was mich dabei nochmal interessieren würde, ist dieses Thema, es ist ja der Resilienzkongress, wo für Sie da der Resilienzbegriff, also erstmal interessiert mich Ihre Haltung oder Ihre Sichtweise des Resilienzbegriffes und dann interessiert mich, wo in diesem Gesamtkontext, der ja äußerst schlüssig ist und auch sozusagen für mich sehr viel Sinn ergibt, wo sehen Sie Resilienz in der Potenzialentfaltung? Oder bedingt sich das? Oder Also was ist jemand, das? der tatsächlich seine Talente und Begabungen entfalten kann, so wie wir das hier besprochen haben, wo es sozusagen dem natürlichen Entfaltungsprozess folgt, so wie sich jede Rose entfaltet und jedes Blümchen und jeder Schmetterling und so. Also die Entfaltung ist das Normale im Leben, wenn man nicht draufdrückt und schnürt und anbindet. So, also wenn sich jemand dann darauf einlässt, dass es sich entfalten könnte, und dann entfaltet es sich eben einfach. Und dann ist der automatisch resilient, da braucht er keinen Kurs. Dann ist der automatisch achtsam, dann ist er auch automatisch liebevoll zu sich selbst. Dann achtet er auch darauf, dass seine eigene Würde nicht verletzt wird. Und dann kümmert er sich auch um das, was ihm wichtig erscheint, damit sich auch andere Menschen so entfalten können, wie ihm das jetzt durch glückliche Umstände möglich geworden ist. So, also das Bild mal, damit wir eine Person haben. Also Der dann kann ist das aber nur deshalb, weil er der Dalai Lama ist. Also ich kann das nicht und Sie können das auch nicht. Und die meisten, die uns hier zuschauen, können das auch nicht. Die hängen im Hamsterrad. Und da ist mit Entfaltung eben nichts. Und deshalb wäre es günstig, dass man sich nicht mit dem Hamsterrad und dem Leben im Hamsterrad identifiziert, weil das ist sehr gefährlich. Ist mir auch mal so gegangen. Ich habe mich mal identifiziert mit meinem Hirnforscher-Dasein.
Experimenteller Hirnforscher, Professor für Drittmittelanträge, Forschungsaufträge, Bücher geschrieben, also vor allen Dingen so diese vielen Originalartikel und Kongresse und sowas. Und dann hat man sich auch lange dafür angestrengt, dass man da hingekommen ist. Und das lässt man doch nicht einfach wieder los. Da kann sogar manchen meiner Kollegen ist da die Familie um die Ohren geflogen und die sind dann am Ende im Burnout gelandet, aber dann hat man sie wieder repariert und dann haben sie so weitergemacht wie bisher. Das heißt, man ist identifiziert mit dem, was man in seinem Leben aus seiner eigenen Sicht als erfolgreich gemacht hat. Man ist identifiziert, um es noch ganz deutlich zu sagen, mit den Lösungen, die man gefunden hat. Und die Lösung, Hirnforscher zu werden und berühmt zu werden, war eben eine Lösung für ein ungestilltes Bedürfnis, was ich da wohl offenbar schon gehabt habe. Und das hieß, ich hätte gerne mehr Anerkennung gefunden im Kreis meiner Liebsten. Und weil sie mir das irgendwie, ist das nicht so ganz gut gegangen. Es war gar nicht so sehr die Familie, das waren dann auch eher die Mitschüler und andere sogenannte Freunde und so. Also, weil die mir das nicht gegeben haben, habe ich mich angestrengt und habe denen gezeigt, wo der Hammer hängt. Also Hirnforscher, ne? So. Und die immer noch, sind immer noch da unten Lehrer. Ja, so, und dann ist man sehr leicht verführt, sich mit seiner eigenen Rolle, die man dann nun zu spielen gelernt hat, und dieser Lösung, die man gefunden hat, zu identifizieren. Und wenn dann einer kommt und sagt, also sag mal, das kannst du nicht gewesen sein, hier die ganze Zeit hier mit diesen Rattengehirnen da rummachen und was der Kuckuck, was nicht alles, dann würde normalerweise jeder, der da lange genug in dem Sektor seine Erfolge und Meriten verdient hat, der würde das so empfinden, als käme da einer, der wollte ihm das Bein oder den Arm amputieren. So sehr sind wir mit unseren Erfolgsstrategien verbunden, mit den Vorstellungen davon, was wir für einer sind und worauf es nun tatsächlich im Leben ankommt. Das weiß ich ganz genau als Professor für Neurobiologie. So. Oder als Chef eines Unternehmens oder als Herr Putin, ja, so. Oder auch als Herr Biden. Das ist überall dasselbe. Das sind bisher verfolgte erfolgreiche Strategien. Manche sind elend und furchtbar und katastrophal und machen andere Menschen kaputt und andere sind subtiler und hinterlistiger und anders, aber es sind auch nur Erfolgsstrategien, wie man in diesem Geschäft sozusagen in die oberen Etagen kommt. So. Ja, und dann ist es schwierig, solche einmal gefundenen Lösungen wieder loszulassen. Und das ist das, wovon die Asiaten dann immer so reden, wenn es heißt, loslassen musste. Ne? Meditieren und loslassen. Und achtsam werden. Ja, wie soll denn einer, der so besessen ist, achtsam werden? Das geht doch gar nicht. Und da kann der auch zum 10. Resilienzkurs gehen. Das hilft auch nichts. Und das war die Antwort auf Ihre Frage. Das ist entweder es kommt von innen und man will es, oder es verdienen andere Leute damit Geld, dass sie einem solche Kurse anbieten, die dann aber auch sowieso nichts helfen. Ja, das ist ein super Plädoyer für meine Trainings, also vielen Dank. Das wollte ich jetzt nicht. Na, Aber alles gut. wir drehen es mal, ne? Weil das ist ja auch Ja. noch möglich. Weil wenn wir das dann so rum sehen, dass man das, was ich sage immer, das kommt aus Amerika, weil die da noch weiter in diese Richtung abgedriftet sind. Also ich würde sagen, sich noch mehr verirrt haben. Die glauben, man könne Resilienz üben und trainieren, man könne Achtsamkeit üben und sie sind inzwischen auch so weit, dass sie Mitgefühl, Empathie-Lehrgänge machen. So, dann sträuben sich bei mir natürlich die Haare. Was man aber machen kann mit Führungskräften und auch mit Mitarbeitern, ist, denen zu helfen, zu verstehen, warum sie so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Und da hat man, früher hat man immer gesagt, das ist deine Persönlichkeit, das ist dein Charakter. Und gleichzeitig hat man gleich gesagt, da lässt sich sowieso nichts dran ändern. Da brauchte man auch gar nicht weiterzumachen. Der war eben so.
Und dann hat man eben auch noch, dann ist man davon ausgegangen, dass es gar nicht anders geht. Und dann hat man versucht, den anderen so in dieser gegebenen Struktur zu nehmen und an ihm herumzuformen. Wie, das war dieses, man wollte ihn verändern, obwohl er eigentlich sich gar nicht verändern wird durch dieses Formen. Man kann ihn natürlich mit entsprechenden Dressurmethoden dazu bringen, dass der sich so hinstellt, wie man das will, und dann auch den ganzen Tag das macht. Aber das ist doch nicht das, was man im 21. Jahrhundert von seinen Mitarbeitern als Unternehmer gerne hätte, sondern die sollen sich ja selber einsetzen. Und wenn man jetzt denen sozusagen vorwirft, das sei ihr Charakter oder ihre Persönlichkeit, wie das die Psychologen gerne machen, dann kann man überhaupt nichts machen. Dann ist es eben so. Das ist ja angeboren. Da haben wir dann noch diese ganzen theoretischen und genetischen Modelle, und da kommen die dann an und sagen, ich bin sozusagen, es gibt ein Faulheitsgen, ne? Und das habe ich. Keine Ahnung. Und dann ist es auch so, dass wir häufig dann sagen, das kommt dann mehr aus dem therapeutischen Sektor, das ist deine Bewältigungsstrategie, ne? Dass du hier immer so querschießt und immer wieder andere Leute beleidigst. Und das ist, da musst du irgendein Problem gehabt haben. Ne? Und jetzt hast du dann so eine Bewältigungsstrategie, und da geht dem anderen, dem man sowas sagt, die Galle hoch, weil der möchte nicht pathologisiert werden mit solchen blöden Begriffen. Und deshalb wäre für Ihre Kurse, es wäre, glaube ich, mal ganz interessant, das auszuprobieren. Man könnte sagen, guck mal, so blöd, wie wir alle hier sitzen, mit unseren Verwirrungen und Verirrungen im Hirn. So ist das, was wir da jetzt hier sozusagen am Stuhl sitzen haben, das ist eine Summe von Lösungen, die jeder Mensch in seinem Leben gefunden hat. Manche schon sehr früh Lösungen gefunden für Probleme, die anders damals nicht zu lösen waren. Manche haben dann das auch sehr erfolgreich gemacht mit dieser Lösung und sind zur Führungskraft geworden, weil sie da eben gelernt haben, wie man andere sozusagen, wenn man selbst zum Objekt gemacht wird, wie man am besten dann andere zum Objekt macht. Manche haben auch sich selbst zum Objekt gemacht und haben gesagt, ich bin scheiße, ne, und kann nichts und bin so doof für Mathe oder nicht lieb, nicht schön genug und was nicht alles. Und wieder andere haben vielleicht versucht, in dem Chaos, was zu Hause war, dem zu begegnen, indem sie Ordnung geschaffen haben, an irgendeiner Stelle, in ihrem Zimmer, irgendwie alles aufgeräumt. Ja. Manche sind auch vielleicht von Mama geküsst worden, wenn sie immer alles schön aufgeräumt haben. Und dann haben die das als Lösung im Hirn, und dann müssen die immer alles aufräumen. Ne? Und dann die Zahnpastatube immer schön zudrehen, und jeder, der das nicht macht, ist sozusagen ein potenzieller Feind, ne? Oder der will einen ärgern. Und da hat man plötzlich eine Situation, wo man den Teilnehmern in so einem Kurs dann erstmal die Augen öffnen kann und fragen, was für, sag mir mal deine Lösung. Fragt euch mal gegenseitig ab und findet mal heraus, warum ihr davon überzeugt seid, dass es so richtig ist. Und wenn das jetzt eine Lösung ist, diese feste Überzeugung, wo kommt denn die her? Also wann habt ihr euch die angeeignet? Damit seid ihr nicht auf die Welt gekommen, hat der Hirnforscher gesagt. Düse heißt er. So. Und dann fangen die an nachzudenken, und dann finden die was. Die finden es in der Schule, die finden es in Freundschaften. Also eigentlich immer das sind immer Beziehungserfahrungen, die sie mit anderen gemacht haben. Meistens immer an der Stelle, wo sie gemerkt haben, dass ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht gestillt werden kann. Also, weil sie sonst werden ausgeschlossen, was man ja immer macht, wenn man den anderen zum Objekt macht. Oder weil sie ihr eigenes Gestaltungsbedürfnis nicht und ihr Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit nicht leben konnten, weil sie da zu sehr stranguliert worden sind in irgendwelchen zu klebrigen Beziehungen. Und dann haben sie da Lösungen gesucht. Und die Lösungen sind das, womit sie heute rumlaufen. Und dann passiert was Großartiges. Wenn die das verstanden haben, dann können die plötzlich sich selbst verstehen und auch den anderen. Dann hat man nichts mehr, wo man sagen muss, das ist ein Vorwurf. Also wenn ich sage, das ist deine Lösung, kann ich verstehen. Ja, hätte ich damals in deiner Stelle auch nicht anders gekonnt, dann kann man plötzlich darüber reden, ob denn du das heute noch brauchst. Also und ob das jetzt
ob das wirklich die alleinige, alleinselig machende Lösung sein kann, die du damals mit 10 gefunden hast. Und jetzt bist du 60 und hängst immer noch damit rum. Also vielleicht kann man, vielleicht geht es auch anders so. Und dann kann man darüber nachdenken, wie man sich gegenseitig hilft. Und da sind wir im Bereich Achtsamkeit. Da sind wir im Bereich Einfühlungsvermögen. Da muss man auch mal in sich selber reinhorchen können und mal gucken, was da los ist. Und da kommt das dann von alleine, aber nicht, weil ich einen Kurs besucht habe, sondern weil ich plötzlich einen anderen Blick auf andere Menschen und auf mich selbst gewonnen habe. Also mich berührt der Satz und der arbeitet unglaublich gerade in mir, dieser Satz, du bist die Summe der Lösungen, die du in deinem Leben gefunden hast. Das ist, also der hat, irgendwie reagiere ich darauf gerade sehr, sehr stark und Aber dann lass uns die noch ein bisschen tiefer machen, weil bitte. das ist jetzt Naturwissenschaft. Alles andere, Bewältigungsstrategien und Persönlichkeit und Charakter, das ist alles Luft. Das kann man, Begrifflichkeiten sind das, die benutzt worden sind, so lange, bis sie sich eingebürgert haben und manche Leute gemeint haben, sie verstünden, was das jetzt ist. Dieses mit den Lösungen ist einfach total banal. Das Hirn kommt immer wieder, wenn wir leben, in Zustände, wo es nicht passt. Geht alles durcheinander, es wird ein Haufen Energie verpulvert, man weiß nicht, wie es weitergeht, das kennen wir ja alle. Im Augenblick haben fast alle Menschen angesichts dieser Katastrophe in der Ukraine so ein Durcheinander in der Birne. Und wenn man diesen Zustand jetzt spürt, dann pflanzt sich das ja auf die tiefer liegenden Bereiche im Hirn. Das breitet sich nach unten hinaus, erreicht auch die Bereiche, die für die Regulation von Körperfunktionen zuständig sind. Und dann kriegt man das, was Sie vorhin somatische Marker genannt hatten. Ja, dann bleibt einem die Luft weg und es stranguliert einem den Atem und die Haare stehen zu Berge und Schweißausbruch und Herzrasen und weiche Knie und so. Das ist. Und da spätestens merkt man, hey, jetzt ist es aber sehr inkohärent in meinem Hirn geworden. Jetzt wird es Zeit, sonst wird es lebensgefährlich. Also das geht ja nicht bewusst. Man weiß, jetzt muss ich was machen. Und dann sucht man sich eine Lösung. Und man kann nicht immer die richtige Lösung finden. In so einer schwierigen Situation muss man erstmal irgendeine Lösung nehmen. Und sei es die Schnapsflasche, mit der ich mich besaufe, ist auch eine Lösung. Anschließend, wenn ich die drin habe, ist erstmal Ruhe im Hirn und ich kann mir die nächsten Nachrichten über die Ukraine angucken und das tut mir nichts mehr, weil ich schlafe unterwegs ein. So, und das heißt, man kann da durchaus, eine Lösung muss her, aber es ist nicht immer die richtige und deshalb ist das eigentlich so was, so ein schöner Ansatz, dass man sagt, hey, ich verstehe das, aber ist vielleicht nicht die richtige. Und wenn ich jetzt eine Person vor mir habe mit, nennen wir es mal, eigenartigen Verhaltensweisen und sonderbaren Ansichten, das hat man ja ständig solche Leute vor sich, dann ist das plötzlich ein ganz anderer Blick, den ich auf diese Person werfe, wenn ich mich zu fragen beginne, warum sie nun ausgerechnet diese Meinung so hartnäckig vertritt. Und warum sie denn immer wieder das auf diese Weise versucht, wo du doch schon 10-mal gesagt hast, das geht doch auch anders. Nein, das ist, sie hängt in ihrer Lösung fest. Und da sie ja in Beziehungserfahrung in diese Lösung hineingedrängt worden ist, ist es schwer, alleine rauszukommen. Da braucht sie wieder jemanden. Und jetzt bin ich bei den Kursen. Ne? Da bräuchte sie ein Umfeld, in dem ihr diese Lösung bewusst wird und wo man sich gegenseitig hilft, also auch die Teilnehmer sich gegenseitig helfen, aus diesem Lösungsmuster rauszufinden. Und dann ist der Knoten geplatzt, so heißt es dann. Und dann kann sich das. Dann wird die, ich sage dann, dann hat man die Verwicklung, die man sich ins Hirn gebaut hat, aufgelöst, hat sich daraus befreit, hat sich also entwickelt. Und diese Entwicklung aus der Verwicklung ist die Voraussetzung für die Entfaltung. Entfaltung geht dann von alleine, aber verwickelt kann sich kein Mensch entfalten. Das ist so, als wollten Sie von einem Schmetterling verlangen, dass der sich entfaltet, solange der noch hier in diesem Kokon steckt. Ja, also ich danke Ihnen wirklich sehr, weil ich merke gerade, wie das mit ganz vielen Dingen resoniert und anschlussfähig ist, mit denen ich mich seit Jahren beschäftige. Aber sozusagen mich fasziniert gerade, wie sehr Sie das auf den Punkt für mich bringen. Also wie sehr das sozusagen so Kondensate ohne Reduktion irgendwie bei mir schafft.
Und da bin ich Ihnen einfach sehr, sehr dankbar. Das wollte ich Ihnen gerade mal sagen, weil das dieses Thema Problem und Lösung beschäftige ich mich sehr intensiv mit, weil mich das einfach unheimlich interessiert und mich immer frage, wann kann ich oder was ist der Kontext eigentlich für das Finden guter Lösungen? Und gleichzeitig haben wir einfach unsere Lösungsstrategien immer mit. Das heißt, auch eine sozusagen eine völlig neue Lösung. Das würde mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs noch interessieren. Also, wie geht sozusagen, wie emergieren, wie kommen völlig neue Lösungen? Haben die überhaupt eine Chance, beachtet zu werden? Sehen wir die überhaupt? Muss man das sozusagen, braucht es dafür nicht ein ganz anderes Denken, was wir nicht haben? Also ich habe das Gefühl, wir brauchen gerade neue Lösungen für das, was wir bisher probieren. Oder wir brauchen die Lösungen, die eh da sind, die wir aber nur nicht sehen. Also das weiß ich gerade nicht. Da hätte ich von Ihnen gerne auch noch mal einen Blick drauf, welche Lösungen wie jetzt gerade in die Welt kommen können. So tragfähig ist ja immer eine Lösung nur dann, wenn sie eingebettet ist in das, was schon bis dahin herausgebildet worden ist. Also es gibt keine, also ich mache es mal an so einem Beispiel deutlich, es gibt keine tragfähige Lösung für die Individualentwicklung, wenn man es nicht schafft, sich wieder mit seiner Familie seiner Herkunftsfamilie zu versöhnen. Das heißt nicht, ich muss nicht den ganzen Scheiß übernehmen, den die mir angetan haben und wofür ich dann meine furchtbaren Lösungen finden musste. Aber ich kann sie einfach wieder annehmen. Ich kann sagen, okay, ihr wart auch nur Suchende. Ja, wir haben uns alle unterwegs verirrt. Das waren halt eure Lösungen. Und dann kommt man wieder und verbindet sich. Und dieses sich wieder verbinden ist, glaube ich, der Punkt, auf den sie hinaus wollen, und ich glaube auch, dass das ist, wo wir hin müssen. Wir müssen das, was wir bisher auf der Suche nach der Beherrschbarkeit der Welt und nach Macht und Einfluss und Wirtschaftsleistung und Profit und ne, alles auseinandergelegt und zerlegt haben in seine Einzelteile, das müssten wir jetzt wieder zusammenfinden. Und das ist, als Wissenschaftler ist das ganz interessant, weil das sind zwei verschiedene Erkenntnisstrategien, auch in der Wissenschaft. Es gibt dieses eine, was ich auch lange genug gemacht habe, da zerlegt man alles in seine Einzelteile. Im Grunde genommen, man behauptet, man würde es erforschen, aber in Wirklichkeit will man es nutzen. Man will die Kenntnis über die serotonerge Präsynapse nutzen, um ein Pharmakon zu entwickeln, das an dieser Präsynapse etwas macht, was man beabsichtigt und für wichtig findet. Das heißt, das Zerlegen führt immer leicht dazu, dass man es dann in den Nutzbarkeitskram macht. Und das ist dann, man behandelt etwas, was man zerlegt, immer als Objekt. Sonst kann man es gar nicht zerlegen. Und das ist die vorwiegend im westlichen Raum entfaltete Erkenntnisstrategie. Trennen, zerlegen, wir nennen das Analysieren. Und sind wir auch total begeistert davon, dass das also uns so weit gebracht hat. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit, weil dieses ganze Trennende und Zerlegende und Analysierende wird extrem gefährlich, wenn ich nicht die andere Erkenntnisstrategie mit beschreite, und die heißt Synthese. Und die ist stärker im östlichen asiatischen Raum verbreitet. Ganzheitliches Denken. Das heißt, da versucht man die Welt nicht dadurch zu verstehen, indem man die Einzelteile rauslöst, sondern indem man sich fragt, wie die Einzelteile in das Ganze passen. So, und das ist eine völlig andere Betrachtungsweise. Da kann ich gar nicht zerlegen. Alles, was ich zerlege, hindert mich daran zu verstehen, wie es da reingepasst hat in das Ganze. Dann denke ich ein Unternehmen als Ganzes, als ganzen Organismus und nicht, wie ich jetzt die Produktionszahlen erhöhe. So, und dazwischen jonglieren wir jetzt im Augenblick so hin und her. Wenn die Krise größer wird, wird auch die Gefahr immer größer, dass man sich stärker auf eine Seite verlegt, also noch mehr vom Alten. Der Weg ist wie immer so, dass man das, was bisher getrennt und polarisiert war, dass man das endlich zusammenbringt. Aber da kann man an meinem Beispiel, kann man auf eine beeindruckende Weise zeigen, wohin das führt. Ich komme aus dem Analytischen. Ich habe dann gemerkt, dass das nicht geht, habe dieses ganzheitliche, synthetische versucht und bin dadurch aber aus dem akademischen Betrieb ausgeschieden worden, wie so ein unnützes Gewächs.
weil es gibt keine akademischen Meriten dafür, dass man Dinge zusammenfügt. Also hat Naturwissenschaft schon gleich gar nicht. Und wenn sich ein Hirnforscher plötzlich auch noch mit dem Körper befasst und auch noch mit sozialen Phänomenen, also Kindheit, Schule, Lernen, da kriegt man sofort den Vorwurf, Schuster, bleib bei deinen Leisten und zerlege bitte das, wofür du ausgebildet bist. Und hör auf, uns hier jetzt über Sachen was zu erzählen, von denen du keine Ahnung hast. Da gibt es andere Zerleger, die können das besser. Damit muss man dann umgehen lernen. Und vielleicht ist das auch was die Resilienz stärkt, dass man da an solchen Stellen nicht kapituliert, sondern Wege sucht. Und es gibt immer einen Weg. Also es gibt immer dann auch für scheinbar ausweglose Situationen, wo man hin und her gerissen ist, gibt's etwas, das heißt Weiterentwicklung. Also raus aus den alten Mustern und irgendwo anders ist der Horizont noch offen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Ich mit dem, was ich da getan habe, eigentlich nicht in dem akademischen Sektor weiter bewegt, sondern dort, wo die Menschen sind, die das gebrauchen können. Und das hat mir nicht so viele Freunde in meinem akademischen Kreis da eingebracht. Die haben da auch ein bisschen Angst davor vor sowas. Das ist nicht, das hinterfragt sich ja selbst auf eine sehr subtile Weise. Ja, also ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie diese ganzen Bücher schreiben und geschrieben haben. Vielleicht noch so als Ausblick, worauf kann ich mich als nächstes freuen? Buchmäßig, haben Sie schon was sozusagen, was so, worauf Sie Lust haben? Ich nehme an, Sie schreiben die Bücher einfach aus einer Haltung auch der Lust und der Freude heraus oder der Ja, ich schreibe, das Notwendigkeit. stimmt, ich schreibe die Bücher, weil ich mit einem Phänomen, meist so einem gesellschaftlichen Phänomen, mich konfrontiert sehe, für das ich eine Erklärung suche. Und dann läuft man ja, das haben wir ja alle, dieses Problem, aber die meisten suchen dann die Erklärung im Fernsehen oder im Internet oder geben sich mit dünnschüssigen Erklärungen zufrieden und da gehöre ich nicht dazu. Ich will es richtig wissen. Und das kriege ich nur hin, indem ich richtig tief reintauche. Und das ist das Schreiben eines Buches. Also das mache ich, damit ich verstehe, wie es ist. Und das stimmt, ich sitze jetzt an etwas, was sehr gut in diese Zeit hineinpasst und das Thema auch aufgreift, was ich für sehr wichtig halte. Und der Arbeitstitel dieses Buches heißt, wir informieren uns zu Tode. Ja, also bin ich, ja, kann ich nur Kann man sagen, sehr viel dazu sagen und ja. ich kann nur so viel sagen, es ist sehr, sehr spannend, was da plötzlich rauskommt, wenn man die Frage mal so rumstellt. Was machen wir hier eigentlich mit all diesen Informationen, mit denen wir uns gegenseitig zumüllen? Und kann eine Gesellschaft überhaupt noch langfristig überleben, wenn das Wichtigste, was sie überhaupt hat, nämlich dass Menschen wichtige Botschaften miteinander austauschen und voneinander lernen, wenn das in einem Müll von unsinnigen Mitteilungen untergeht. Ja, und das ist schon spannend. Ja, also freue ich mich sehr drauf, weil auch eine Sache, die ich gleich am Anfang der Corona-Pandemie gemacht habe, ist, meinen Nachrichtenkonsum runterzuschrauben. Ich habe das so 2, 3 Tage ein bisschen hochgeschraubt, habe gemerkt, wie ich darauf reagiert habe. Und dann habe ich mich punktuell einfach da informiert und ich merke, wie gut mir das tut, wenn ich es auf Wesentliches reduziere und wie sozusagen schwierig es wird, wenn ich mal so 2, 3 Stunden durch Twitter scrolle. Dieses Doomscrolling finde ich einen fantastischen Begriff. Und da bin ich sehr gespannt auf Ihr Buch, das kann ich nur sagen. Super. Vielen, Und vielen Ihnen Dank. und allen, die uns hier zugehört und zugeschaut haben, alles Gute. Machen Sie einen Danke schönen sehr. Kongress und ja, bleiben Sie gut informiert. Sie wollen ja nur Ihr Buch verkaufen. Sehr gut. Ich danke Ihnen sehr, Professor Hüther. Alles Gute für Sie. Bis bald. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.